So, damit willkommen zum nächsten Kapitel, Suus. Wie bei jedem Kapitel starte ich habe keine Waffen mehr. Das heißt, ich sollte vielleicht erstmal gucken, ob ich irgendwas finde, was ich nutzen kann gegen den Kollegen, der da liegt. Okay, hier war nichts. Oh, Hammer. Okay, was ist denn das? Oh. Taschenlampe, cool. Der steht doch sicher auf, oder? Okay, anscheinend nicht. Mehr. Baseballschläger, eine Axt. Andere Waffen. Nehmen wir mal den Baseballschläger. Cool. Dann schauen wir mal. Ich hätte zwar auch den Hammer daneben können, aber ich bin jetzt mal gespannt auf den Baseballschläger. Tun noch mal kurz weg. Ich habe nämlich auch noch Munition, die ich möchte. Den. Den. Und komm her. Den. Oh, okay. Na dann kommt her. Versuch so bereit zu sein wie möglich. Ich kann nicht noch ein bisschen aushelfen. Okay. Ich habe scheinbar einiges an Zeit, dank dem, wie es hier aufgebaut ist. Ist auch nicht schlecht. Moment. Okay, das ist auf jeden Fall mal einer weniger. Kriegt er sich jetzt noch selbst? Okay. Okay, komm her. Cool. Gefällt mir. Weiter geht's. Wenn ich hier durch kann und darf. Cool, Save Point. Also wenigstens den Teil nicht nochmal machen für den Fall das. Brauche ich die Bresche? Ich nehme sie mal mit. Weiter. Ups. Dann nehmen wir, glaube ich, doch lieber den Hammer. Ja, das reicht. You're heading to the tower to reset. I've been obsessing over the possibility for weeks, and you acted on it first. I couldn't let you think you were the only one who saw it. Just leave a way for others to get in. That's all I'm asking for our contributions. Leave a way in. Okay, dann lassen wir halt den Weg. Zerstören erstmal hier die Hardware. Man weiß ja nie,
oben ist Munition. Gehe ich jetzt nicht extra hin. Büro. Und scheinbar bin ich nicht allein. Boah, der nimmt aber viel. Ja, jetzt habe ich dich aber. Gut. Dann gehen wir mal direkt hier weiter, oder? Ich hätte irgendwie gerne eine Pistole oder sowas. Jetzt probieren wir das mit dem Baseballschläger nochmal. Uff, na. Okay, die nehmen ganz schön. Mhm, okay. Ja, es funktioniert nicht schlecht. Na. Der hat's aber auf mich abgesehen. Ganz schön schnell unterwegs. Okay, das geht. Dann muss ich wohl ausweichen. Oh, sehr gut. Habt ihr euch gerade tatsächlich komplett gegenseitig erwischt? Auch recht. Na, dann gucke ich mal weiter, was es hier gibt. Scheinbar keine Gegner. Oh, eine Pistole. Yes. You're welcome. Na, vielen Dank. Gibt's hier noch was zu sehen? Eine Pfanne wäre schon cool. Ich habe nur leider. Die Kamera hier. Na, dann habe ich Platz für die Pfanne. Man weiß ja nie, ob man nicht mal einen Gegner findet, den man vielleicht mit der Pfanne gut erwischen kann. Okay, das geht nicht auf. Dann laufen wir weiter. Habe ich das jetzt geschafft? So. Ja, aber es ist praktisch, dass die sich tatsächlich selbst gegenseitig, wie auch immer, erwischt haben. Aber ich finde es nicht gut, dass die Gegner jetzt auch schießen können. Bisher fand ich das ganz gut, dass ich da den Vorteil hatte. So, dann gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Hinter den Kisten sind doch sicher welche. Schmeißen doch sicher gleich die Kisten um. Ja. Called it. Es ist nur einer. Okay, also es sind mindestens zwei.
aber nur zwei. Ja. Und der hätte am liebsten die Kisten auf mich draufgeschmissen. Ich sehe das ja auch schon wieder. Gut, aber hier geht's nicht weiter. Oh, das ist überhaupt nicht vertrauenserweckend. Ist das Holz? Das zerbricht doch sicher, wenn ich drüber... Oh, ich sag ja, das ist nicht vertrauenserweckend. Nicht da lang. Jetzt gucken wir erstmal ganz vorsichtig, ohne runterzufallen, was es hier so gibt. Ein Safe Point. This way. Not this way. Oh. Ich versuche jetzt mal hier rüber zu laufen. Hoffen, dass das nicht bricht. Huh, okay. Ich vermute, dass wenn man springt, während man da drauf ist, dass es brechen könnte. Okay, weiter geht's. Ich gucke jetzt erstmal hier oben weiter. Für den Fall, dass es hier irgendwas gibt, was ich noch möchte. Wer seid ihr? Anscheinend reicht bei denen auch... ein Headshot nicht, zumindest nicht mit der Glock. Zu dir komme ich gleich, keine Sorge. Wie angekündigt. Dahinter, ja, und wie gesagt, Ich kümmere mich gleich hier drum. Ich gucke jetzt erstmal nach dem Kollegen hier. Nice. Bist du weg? Das ist ja... alles im Weg. So. Damit habe ich meinen Sold an Munition. Und jetzt gucken wir hier rein. Ist außer dir noch jemand hier? Das beantwortet die Frage mit einem klaren Ja. Was haben die eigentlich mit ihren Melonen? Und wie komme ich da hoch? Weil ich meine, dort oben wird doch irgendwas Schönes drin sein, sonst wäre das doch da nicht. Kann ich da rüberspringen? Ich werde es versuchen. Dann schaue ich mich erstmal sonst hier noch so um. Da hinten geht's wohl weiter. Aha. Teil von der Kanalisation, weil so heißt ja auch das Level. Hier ist jetzt nichts Offensichtliches. Hier gucke ich erst, wenn ich vielleicht dieses kleine Rätsel hier gelöst habe. Passe ich hier durch? Ich passe durch. Dann gucke ich da jetzt danach. Ne, das war ja mal gar nichts. Das könnte reichen. Oh. Ja. Uzi mit Ammo. Naja, ist es scheinbar nicht. Ja, aber ich sag nicht nein. Und damit
kann ich weiter. Ich mag das, solche Rätselchen zu lösen, solche Items zu finden. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Jetzt bin ich gespannt, wo wir hier rauskommen. Ach, das ist doch... Ja, das, wo ich... Geschafft. Genau, aber jetzt bin ich wieder hier, wo ich gerade eben war. Aber ich... Ich kann ja an dieser einen Stelle runterfallen. Und dann hoffe ich einfach mal, dass die Gegner... Hier kommen doch sicher Gegner, wenn ich unten bin. Und sei es nur, weil hier so ominös das Licht angeht. Okay. Ist der einzige? Okay, das beantwortet die Frage mit einem klaren Nein. Das war ja gar nicht der, der schießt. Das ist der, der schießt. Der schießt nicht mehr. Der schießt auch. Okay, ich glaube, den habe ich. Das war vielleicht ein bisschen Overkill, aber... Gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. So, und jetzt... Na, ich guck mal zuerst, was hier... Ich hätte vielleicht auch zuerst gucken und dann die Gegner niedermachen können. Weißt du was? Ich nehme lieber die, als... Kann ich die nicht in meine... Ah, das wäre natürlich... Ne, die kann hier nicht rein. Dann machen wir das jetzt so. Die kommt nach hier oben. Na, dann lasse ich halt den Baseballschläger da. Ich glaube, der Hammer bringt mir insgesamt mehr. Gut. Jetzt nehmen wir den noch kurz, weil... Ich lasse den nicht einfach mit Munition liegen. Sonst fangen die irgendwann noch an und heben meine Waffen auf. Ich mache jetzt auch mal Folgendes. Ich nehme die zweimal zum Savepoint mit.